Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und das hatte ich vor ganz, ganz langer Zeit schon mal erwähnt. Ich mache meine Fotos ja ganz oft in diesen Formaten und ja, das wollte ich euch heute mal zeigen, wie ich das mache. Ich habe da so eine App und bevor wir aber anfangen, wollte ich noch mal was sagen. Und zwar, ich glaube, Tweety Maus 2 oder so hat mir einen Kommentar unter ein Video geschrieben, aber ich kann darauf nicht antworten. Also da müsst ihr noch mal gucken. Ich denke mal, ich antworte eigentlich immer. Vielleicht ein bisschen später, ein, zwei Tage. Manchmal sehe ich es auch erst eine Woche später oder so. Aber ich versuche schon auf alle Kommentare zu antworten oder wenigstens irgendeine Reaktion zu zeigen, Herzchen oder Daumen oder wie auch immer. Wenn ich nicht antworte, dann müsst ihr vielleicht mal in euren Einstellungen gucken, dann kann ich nicht antworten. Oder aber es ist ein ganz dämlicher Kommentar, da sage ich natürlich auch nichts dazu. Dann war noch mal eine Frage, kleinen Moment mal. Zu dem Video, wo ich tue das mal kurz zur Seite, wo ich hier das mit diesem Glittertops vom Action gemacht habe, ob das noch klebt. Also bei mir klebt da nichts. Also ganz, ganz, wenn ich ganz doll drauf drücke, dann klebt es ein kleines bisschen, aber es bleibt ja nicht mal eine Fussel hängen vom Pullover jetzt oder so. Also es klebt jetzt bei mir nicht so wahnsinnig doll wie manche hatten geschrieben, das klebt immer noch so schlimm, aber es ist wie, ja, weiß ich nicht, ich habe jetzt hier so eins. Also hier klebt es überhaupt nicht. Ein ganz kleines minimal, aber ich kann jetzt nicht so die Seiten zusammenkleben, dass es irgendwo kleben bleibt. Also bei mir ist das nicht. Auch hier, wenn ich ein bisschen mehr drauf habe, ist also wirklich kleben kann man das nicht nennen. Also es, hört ihr das? Das ist nicht, dass das aneinander klebt. Also keine Ahnung. Bei mir hat es über Nacht, ist das getrocknet und hier das zum Beispiel klebt überhaupt nicht. Ja, da müsst ihr noch mal probieren, vielleicht etwas dünner auftragen oder ja, weiß ich nicht. Oder das wegschmeißen, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall jetzt zu der App. Es ist jetzt, ich zeige, es soll keine Schleichwerbung sein, ich werde dafür nicht bezahlt oder ähnliches. Ich zeige euch einfach, welche App ich benutze, was ich mache und ja, wie dann die Fotos daraus werden. Also ich zeige euch mal ganz kurz. So sieht das denn aus. Also das sind jetzt hier die 5x5 Bilder. Und dann noch hier die 10x10. Man kann das mit weißem Rand machen oder auch nicht. Ich mache meistens noch Papier drunter. Da erübrigt sich das mit dem Rand. Auf jeden Fall finde ich das richtig cool mit diesen 5x5 und 10x10, 9x13 und diese ganzen anderen normalen Maße kann man mit der App auch bearbeiten. Aber das zeige ich euch jetzt nicht. Das könnt ihr ja dann selber noch mal ausprobieren. Warum ich das mache mit dieser App, weil ich einfach, ich will mal gucken hier, das so cool finde, wenn man hier solche Bilder von dem schönsten Hund der Welt macht und das dann hier in so kleine Hüllen reinmachen kann. Das finde ich so schön. Also schönster Hund der Welt, wollt ihr mal sehen? Ich zeige euch. Aber nicht, dass ihr euch verliebt. Tada! Also hier hinten, das ist so ein Hundepool. Also das war das Jahr, wo es nicht geregnet hat. Sonst sieht es bei uns nicht so aus. Jetzt ist es wieder schön grün. Auf jeden Fall war das vor 2 Jahren, glaube ich, wo es überhaupt nicht geregnet hat. Und hier hinten ist der Sandkasten von meinen Kindern und hier war jedenfalls von ihr der Pool und da hat sie gebadet und dann ist sie in den Sand gegangen. Hier nochmal. Also, gell? Auf jeden Fall der schönste Hund. Und da habe ich jetzt hier auch mit dem Tool von VR Memory Keepers. Da wollte ich euch ja auch noch mal eine Anleitung zeigen.
Aber für eine Anleitung ist es noch nicht so ganz reif, würde ich mal behaupten. Da würde ich gerne erst noch mal ein bisschen rumprobieren, bevor ich euch das zeige. Aber es geht auf jeden Fall, kann man so schnell hier so ein Heftchen zusammenflicken. Und das macht so Spaß. Hier habe ich jetzt noch mal mit einem Laminiergerät eine Variante. Kann ich euch auch gerne noch mal zeigen. Also es ist wirklich, fasst sich so schön an. Ich habe das gerne, wenn da hier noch mal sowas drauf ist. Aber jetzt kommen wir erstmal zur App. So, die heißt, hier steht es, Collage Maker. Da müsst ihr mal im App Store gucken. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich den Flugzeugmodus eingeschaltet habe, weil das wieder so sonst so schlimm stört. Und da könnt ihr einmal zum Beispiel hier mit der Kamera ein Bild machen. Und das würde dann gleich hier in diesen Bearbeitungsbildschirm kommen. Das wollen wir jetzt aber nicht machen. Wir gehen hier raus. So, also ihr habt hier unten ganz viele verschiedene Varianten. Einzelbild, Editor, Collage, Filter, Sketch. Ich zeige euch jetzt nur, wie gesagt, zu diesen 10x10 und zu den 5x5 Motos. 5x5 Fotos. Ich gehe dann zum Beispiel, wenn ich sage Collage, das ist jetzt für diese 5x5 Variante. So, wähle ich mir Collage aus und sage, okay, ich will jetzt aus einem Fotoalbum, hier Kamera zum Beispiel, ich muss mal gucken, nicht, dass hier komische Bilder drauf sind, die ich euch gar nicht zeigen will. So, da suchen wir uns eins. So, ich muss jetzt mal hier ganz kurz gucken und dann nehmen wir eins, zwei. Was haben wir hier noch Schönes? Drei, vier. Ich mache immer vier, weil ich ja 5x5 Bilder möchte. So, dann gehe ich aufs nächste und dann haben wir eigentlich das schon fertig. Ich gehe dann immer noch mal hier auf Verhältnis und da habt ihr hier vorne Instagram 1 zu 1. Das wähle ich aus. Dann gehe ich auf Abstand. Wenn, da könnt ihr dann einstellen, wie breit ihr den weißen Rand haben wollt. Oder wie groß das Bild sein soll. Ich lasse es immer auf dem größtmöglichen und mache dann hier, ja, so wie mir das gefällt mit dem weißen Rand. Man kann dann auch immer noch die einzelnen Bilder bearbeiten mit einem Filter belegen. Also es ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Dann machen wir hier okay, okay. Und dann haben wir das bearbeitet zum Beispiel. Dann kann man ja hier noch verschiedene Smileys oder Sticker einfügen, wenn man das denn möchte. Man kann einen Text eingeben. Zum Beispiel sucht man sich dann irgendeine Schriftart aus und sagt Hallo. Und dann kann ich mir das hier noch drauflegen, größer ziehen oder wie auch immer. Wenn ich es nicht möchte, mache ich es wieder weg. So, und dann Rahmen, ja, ich denke mal, wie bei den meisten Bearbeitungs-Apps kann man da einfach ganz viele Sachen noch machen. So, ich will jetzt das hier, möchte ich ein bisschen heller haben oder ein bisschen dunkler. Das ist einfach Spielerei. Mir geht es jetzt einfach nur darum, dass ihr seht, wie ihr das machen könnt. So, wenn ich das jetzt speichere, das möchte ich jetzt nicht teilen, gehe ich auf meine Rossmann-App. Ach so. Okay. Wenn das jetzt stört. Tja. Ich muss es jetzt halt mal anmachen, dann müsst ihr es eben mal aushalten, dass das hier so rumrattert.
Sonst geht's nämlich nicht. Also, auf jeden Fall. Habt ihr jetzt die Rossmann-App auf? Dann geht ihr hier auf Fotos. 10er Fotoabzüge. Nehme ich dann das. Suche mir mein Bild aus. Oder meine Bilder. So, und dann habt ihr hier einmal digitales Bildformat und das klassische Bildformat. So, wenn wir das machen, kommt ein 10x15 Bild raus. Das wollen wir aber nicht, weil wir wollen ja 5x5. Auf jeden Fall lassen wir dieses, also das digitale Bildformat. Dann haben wir nämlich hier 10,2 x 10,2. Das ist dann dieses. Ich habe meins jetzt am Sofortdrucker ausgedruckt, geht auch, ist die Qualität allerdings nicht so schön. Also normalerweise bestelle ich das. Und dann bekommt ihr das genau so für 8 Cent. Das war jetzt die ganze Kunst zu diesen 5x5 Bildern. Und genauso ist dann die Variante mit diesem 10x10. Also bei der Collage könnt ihr hier noch ganz viele Sachen machen. Das erkläre ich euch jetzt nicht alles, das kann man selber am besten rausfinden, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Ich zeige euch jetzt nochmal die 10x10 Variante. Gehe hier wieder auf Einzelbild-Editor, nehme mir hier ein Bild, gehe wieder auf Original, weil das immer automatisch hier diese Ansicht macht. Original. Dann sage ich wieder Verhältnis 1 zu 1. Dann kann ich mir hier noch einen Rahmen drum machen, wenn ich will. Zum Beispiel. Möchte ich jetzt aber nicht. Dann kann ich das schon speichern. Und dann machen wir wieder genau dasselbe. Jetzt müssen wir wieder rattern lassen. Gehen wieder auf die Rossmann-App. Fotos. 10er Premium-Bild matt. Und dann haben wir hier wieder 10,2 mal 10,2. Wir haben einen weißen Rand hier, habt ihr ja automatisch, weil das ja in so einem Format gedruckt wird wie hier, 10 mal 15. Und dann könnt ihr euch das in 10 mal 10 zurechtschneiden. Ja, und das war es eigentlich schon. Ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert, ich finde aber, ja, wie gesagt, den Effekt. Wenn man dann hier so ein paar, mal kurz raussuchen, wo keiner drauf ist. Wenn man dann solche kleinen Bildchen hat und das noch ein bisschen dekorieren kann. Hier so dazwischen, also das finde ich richtig cool. Gefällt mir richtig gut. Man könnte natürlich das auch dann, wenn man das abgeschnitten hat, so hier einkleben. Ganz wie man möchte. Ja, das war's schon. Der ganze Zauber mit dieser Foto-App. Also es gibt ganz viele andere Varianten noch. Ich benutze das übers Handy. Und ja, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Also ich weiß davon mit Sicherheit nicht alles von dieser App, weil ich bin immer ein bisschen faul, mich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Ich weiß, wie das geht und ich weiß, wie die Bilder gehen. Und das reicht mir persönlich jetzt eigentlich auch schon. Aber probiert einfach mal daran rum. Die App ist kostenlos. Und ja, das war's. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne eine Mail oder unten in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.